bei dem Körper muss ich wirklich sagen, es ist wirklich schwer für mich vorstellbar, dass so ein Körper wirklich natural erreichbar ist. Und mir fehlt da auch ein bisschen, diese Ästhetik. So, Freunde, euer Simon hier. Es ist Freitag, wir haben Thema Wissen und Lifestyle und heute ein sehr, sehr, sehr häufig von euch gewünschtes Thema. Und zwar werde ich heute meine Top 10 deutsche YouTuber-Körper sozusagen aufstellen, meine Top 10, meine Körperbewertung vornehmen. Vielen, vielen Dank für das Feedback zum letzten Video. Es hat euch sehr, sehr gefallen. Das Reaction-Video auf Tim Gabels Top 10, wo ich auch drunter war, hat euch sehr, sehr gefallen. Und der Top-Kommentar, und tatsächlich haben sehr, sehr viel geschrieben, Simon, mach doch mal deine Top 10 der deutschen YouTuber. Meine wird, deswegen vielleicht für alle, die das davor Video gesehen haben, meine wird komplett anders sein. Es geht hier nur um die Körper. Weder Sympathie noch irgendwie was anderes ist drin. Ich möchte auch dazu sagen, weil das einfach, dieses Thema ist leidig für mich. Ist das natural möglich, meiner Meinung nach? Ich werde nicht sagen, ist dieser Mensch natural oder nicht. Darüber kann ich mir kein Urteil erlauben. Da müsst ihr ihn fragen. Aber ich will so ein bisschen meine Meinung sagen, ist dieser Körper natural erreichbar oder nicht? Ganz, ganz kleine Werbung. Das Perfect Health ist noch zum Einführungspreis erhältlich. Also da zuschlagen. Ich weiß nicht, wie lange wir diesen Preis noch halten können. So, das ist kurze Werbung. Noch was. Ihr seht den Bildschirm, den ich auch gerade sehe. Das ist auch so ein kleiner Unterschied zu anderen Videos. Ich habe gesehen, dass auch bei Tim, dass er, glaube ich, manchmal andere Bilder gesehen hat, als die, die er dann im Video eingeblendet hat. Deswegen möchte ich, dass wir zusammen die Bilder, die ich sehe, seht ihr praktisch auch. Und dann können wir noch genauer darüber reden. Und ich kann euch ein bisschen erzählen. Ich werde nicht zu lange blabbern. Ich werde euch erzählen, was Sprachenlernen, Bubble. Was an diesem Bild und so weiter gut ist und warum ich den Körper so gut finde. So, jetzt haben wir viel gelabert. Wir starten direkt mal mit meinem Platz 10. So, fangen wir mal an mit meinem Platz 10. Auf meinem Platz 10 und zwar nur auf dem Platz 10. Da seht ihr auch, es hat mit Sympathie und so weiter gar nichts zu tun. Es geht nur um den Körper. Ich mag den Benni sehr, sehr gerne. Bei mir nur auf dem Platz 10. Warum? Ich versuche mal, ihr seht jetzt die gleichen Bilder wie ich. Versuche mal so ein Bild rauszufinden, wo ich euch das so ein bisschen aus meiner Sicht erkläre. Benni, finde ich, der Körper ist super austrainiert. Ich finde, jeder Muskel ist sehr, sehr, sehr symmetrisch austrainiert. Sowohl die Beine, als auch die Brust, als auch die Schultern. Also es gibt eigentlich keine wirklichen Schwachstellen, was die Muskularität angeht. Ich finde, und das ist ganz, ganz subjektiv, ich finde ihn nicht ganz so ästhetisch. Ich finde die Körpermitte sehr breit. Nicht sehr breit, aber etwas breit. Auch in der Wettkampfform war die Körpermitte etwas breit. Und insgesamt, so für mich, für mein Empfinden, finde ich den Körper etwas zu wuchtig. Etwas insgesamt einfach zu, ich sag mal, das ist schwer zu sagen, aber nicht ästhetisch genug. Trotzdem ist die Muskelqualität super. Auf dem Bild sieht man auch klar, das ist jetzt Off-Season und so weiter. Deswegen gehen wir auch wirklich alle Bilder durch. Aber insgesamt, ich bin, und das ist, deswegen sage ich, bitte, bitte unbedingt drunter auch mitkommentieren, wie ihr das seht. Ihr werdet sehen, wo es mir ein bisschen bei meiner Ästhetik Vorstellung drum geht. Ich finde so ein bisschen, dass das Schulter zu Hüft, zu Taillenverhältnis einfach für mich in meiner Vorstellung nicht ganz so optimal. Ich finde, die Schultern sitzen etwas tief im Verhältnis zu Nacken. Ich weiß auch in Live einfach einen großen Nacken, gute Beine und so weiter. Aber für mich so dieses rein, etwas, mir fehlt etwas Filigranes an dem Körper. Ich weiß, es ist, klingt total oberflächlich. Manche würden jetzt vielleicht sagen, oh, wie oberflächlich. Aber wie gesagt, unser Sport ist ja irgendwo auch ein bisschen oberflächlich. Hier auf dem Bild sieht es sehr, sehr gut aus. Aber auch hier etwas breit. So, auf dem Bild sieht man das auch nochmal sehr, sehr gut. Wie gesagt, Top 10. Ihr werdet sehen, was davor noch für Jungs sind. Also absolut super Buddy. Wie gesagt, alles top austrainiert. Aber wie gesagt, so die Körpermitte, die ist etwas breit. Die Brust ist sehr breit. Wie gesagt, der Nacken ist breit. Für mich ein absolut super Körper. Super, super, super gut. Top austrainiert. Aber mir fehlt da ein bisschen, ich sag mal, die Filigranität, die Ästhetik. Und wie gesagt, kommentiert unbedingt drunter, wenn ihr das seht. Das ist meine sehr, sehr subjektive Meinung. So, bei mir auf Platz 9 Joe Aesthetics oder Joe Aesthetics, Joe Lindner, soweit ich weiß. Auch YouTube-Kanal. Deswegen ist er auch bei mir in den YouTubern. Praktisch auch deutschsprachig zum Teil und hier sieht man ganz gut, vielleicht so im Verhältnis, was ich meine, wenn man sich das Bild zum Beispiel anschaut. Es ist von der Muskularität, würde ich sogar sagen, eher vergleichbar mit Smart Gains, aber einfach dieses Verhältnis, meiner Meinung nach, von Schultern zu Taille, diese V-Form, diese sehr, sehr schön geformte Brust, tolle Schultern, tolle Arme, ich finde vom Körper, auch die Beine sind top.
hier auch ein bewegtes Bild, finde ich auch, bewegte Bilder sprechen noch mehr. Schaut euch das, also es ist wahnsinnig gut. Also wirklich unglaublich schöne Mittelpartie, toller, toller Rücken, wahnsinnig schöne V-Form, wahnsinnig breite Schultern und hier das Verhältnis einfach zu der Taille. Ein unglaublich schöner, ästhetischer, athletischer Körper. Und achso, vielleicht genau, wir wollten ja noch dieses Thema natural möglich oder nicht. Vielleicht nochmal mit Benny. Ist Bennys Körper natural erreichbar oder nicht? Ich würde tatsächlich, ich weiß nicht, wie Benny das gesagt hat, wie er dazu steht. Ich würde sagen, für die meisten schwierig. Für die meisten schwierig, besonders so in der Wettkampfform schwierig. Dieser Körper auch. Ich sag mal, das ist beides so an der Grenze. Wenn man die absolut perfekte Genetik hat, zig Jahre trainiert, unter Umständen aber wirklich sehr, sehr, sehr schwer an der Grenze, sehr, sehr, sehr schwer zu erreichen. Ich sag mal, grenzwertig. Wie gesagt, ob die Jungs, ich glaube den meisten, wenn sie das sagen, aber grenzwertig, sage ich mal. Ist so ein Körper für euch erreichbar? Sehr, sehr, sehr schwierig. Hier, also auf dem Bild sieht man sehr, sehr, sehr schön, was ich auch meine. Also es ist, finde ich, einfach unglaublich ästhetisch, super, super schöne Form. Finde ich absolut genial, deswegen bei mir auf Platz 9. So, dann kommen wir zu meinem Platz 8. Auf Platz 8 habe ich Brosep drin. Bei Brosep, finde ich, ist es einer der austrainiertesten Athleten. Also ich finde, unglaublich gut austrainiert, besonders in Wettkampfform finde ich seinen Körper extrem gut, auch von der Muskeldichte, von der Muskelqualität finde ich es extrem gut. Die Arme sind wahnsinnig gut, der Rücken ist super, die Beine sind absolut top. Schaut euch mal hier einfach mal die Arme an, das ist wirklich absolut gigantisch. Ich finde die Brust nicht so gut, ich finde die Brust nicht ganz so gut wie den Rest. Beine absolut genial, vielleicht die Waden nicht super, aber auch perfekt austrainiert, das meine ich halt auch, also super, super austrainiert, auch wenn er genetisch vielleicht nicht die besten Waden hat. Die Brust finde ich nicht so ästhetisch, besonders so den ganzen oberen Teil, da fehlt mir ein bisschen Volumen in der oberen Brust. Die Mittelpartie finde ich auch nicht perfekt, aber wie gesagt, der Rücken ist absolut top, Beine und wie gesagt, Brust fehlt mir so ein bisschen, Schultern sind super, Arme sind super, Brust fehlt mir einfach ein bisschen Volumen, Körpermitte finde ich nicht perfekt und mir fehlt da auch ein bisschen, mir fehlt da so ein bisschen diese Ästhetik, ein bisschen so dieses etwas filigranere, ästhetische, aber so von der Muskelqualität, von der Muskeldichte, vom austrainierten Sein finde ich das absolut, absolut wahnsinnig gut, wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ist so ein Körper natural erreichbar? Und deswegen ist auch, davor habe ich ja gesagt, grenzwertig. Hier würde ich tatsächlich sagen, ja. Ich würde tatsächlich sagen, ja, weil das sieht auf Bildern ultra, ultra krass aus. Und besonders die Wettkampfform sieht super, super krass aus. Aber es ist von der Masse, vom Volumen gar nicht so viel wie die anderen. Und deswegen Brosep sagt, er ist natural, soweit ich das weiß, und ich nehme es hier tatsächlich ab, besonders wenn man dann solche Bilder sieht. Er ist hier schwerer als auf den Wettkampfbildern und das ist einfach deswegen, mit Licht und so weiter, mit Farbe sieht man einfach noch viel, viel, viel krasser aus, aber auf solche Bilder lassen mich wirklich sagen, und das ist auch so ein bisschen das, ich würde euch, die Athleten ja auch sagen, ja, das ist alles nur Stoff und so weiter, definiert mal komplett, versucht mal wirklich alles aufzubauen, definiert mal komplett und man sieht, definiert meistens viel, viel, viel mehr aus. Ich finde, wenn man solche Bilder sieht, also nach dem Bild zu urteilen, würde ich sagen, ja, das ist absolut, nicht absolut, also für die meisten auch nicht, es ist einfach unglaublich viel harte Arbeit und so weiter, aber das ist natural erreichbar. Für die wenigsten, aber es ist machbar. So, auf meinem 7. Platz, Coach Eddie, mein guter alter Kumpel, sollte viel, viel, viel mehr YouTube wieder machen. Das so als, ja, würde ich mir wünschen. Wie gesagt, heute mal nur zum Körper. Ich finde, Eddie hat einen der voluminösen, aber gleichzeitig eben das, was ich meine mit ästhetischen Körper und trotzdem ja, einfach einen ästhetischen, symmetrischen, richtig, richtig, richtig guten Körper. Einfach perfekt austrainiert. Die Beine, die Schultern, die Arme, die Brust, besonders die Brust, der Rücken, da stimmt alles. Es ist sehr, sehr massiv, aber sieht einfach trotzdem ästhetisch, filigran aus und einfach nicht zu klotzig.
dieser Rücken. Ich weiß auch, wie er live aussieht. Er sieht live auch ungefähr so aus wie auf den Bildern. Und es passt alles. Es ist super, super stimmig. Auch hier mal bewegte Bilder. Einfach, ich finde, bewegte Bilder zeigen das einfach noch mehr. Das heißt, er sieht nicht nur auf Bildern so aus und auch nicht nur mit dem perfekten Licht, sondern es sieht einfach wahnsinnig gut aus. Die Mittelpartie, es ist alles absolut top. Ich glaube auch, dass er damals bei dem Wettkampf, bei dem er mitgemacht hat, ich glaube, da war das Einzige, warum er nicht ganz weit oben war, weil er einfach nicht perfekt trocken war. Aber so insgesamt vom Körper finde ich absolut top. Stoff oder Natural, ich kenne den Eddie und deswegen, das ist auch so ein Eddie, ich nehme Eddie ab und das werden viele vielleicht irgendwie anders sehen. Ich nehme Eddie zu 100% ab, dass er natural ist und ich kriege da immer wieder auf den Deckel, wie kannst du nur und bla und ist doch Quatsch und so weiter, so ein Körper ist nur mit Stoff erreichbar. Nein, ich glaube, ich weiß, wie Eddie trainiert, ich gehe so ein bisschen, ich schaue mir seine Genetik an und so weiter, ich sehe ungefähr, wie das alles aussieht, dass er auch keine Veränderung groß hat, dass er zwar immer besser geworden ist, aber ich nehme ihm absolut ab und das ist manchmal schwer zu glauben, aber ich glaube sehr, sehr stark daran, dass, wenn alles stimmt, wenn ihr die perfekte Genetik habt, wenn ihr perfekt trainiert, wenn ihr euch perfekt ernährt, wenn ihr eben lange trainiert, richtig trainiert, dass so ein Körper natural erreichbar ist. So, kommen wir zu meinem Platz 6. Aktuell bei mir nur auf Platz 6. Ich glaube, in ein paar Jahren wesentlich weiter oben, weil ich glaube, dass da noch sehr, sehr, sehr viel zu holen ist, sage ich mal, aus dem Körper. Hier sehen wir so ein Bild, ich sag mal, mit wenig Körperfett, aber nicht in Wettkampfform. Und das ist das, was ich meine. Er ist sehr breit, sehr viel, sehr massig und trotzdem wirkt es sehr, sehr, sehr symmetrisch. Tolle, tolle Schulterbreite, wirklich super schmale Taille, tolle Brust, tolle, tolle Arme, gute Beine. Hier auch so ein Bild, was ich sehr, sehr ästhetisch finde, einfach. Also wirklich so diese Schultern, die Brust, auch insgesamt, wie die Verteilung ist und sieht einfach absolut top aus. Top ästhetisch und trotzdem sehr, sehr muskulös. So, und hier sehen wir jetzt so richtig die Wettkampfform, also richtig eingepinselt mit richtig starkem Licht und so weiter. Und das ist das, was ich meine. Ich glaube, da ist noch sehr, sehr viel zu holen, weil ich glaube, dass die Muskelqualität, wenn er noch ein paar Jahre trainiert, dass die Dichte, die Vaskularität insgesamt, auch das Volumen so ein bisschen sich verbessern wird und dass er dann, ich sag mal, noch voluminöser, noch dichter aussieht, aber trotzdem dieses Filigrane behält. Und deswegen glaube ich, dass da auf jeden Fall, wenn er so weitermacht in ein paar Jahren, dass er ganz, ganz, ganz weit oben landet. Ist so ein Körper natural möglich oder nicht? Für die meisten von euch wahrscheinlich nicht. Ich nehme ihm hundertprozentig ab, dass er natural ist. Ich glaube nämlich, bei ihm ist es wirklich sehr stark mit seiner Genetik verbunden, mit seinem Eifer fürs Training. Besonders eben, wie viel er so von der Massephase dann hier in diese Richtung verloren hat. Ihr seht, das ist von der Masse gar nicht so viel. Da bleibt gar nicht so viel übrig, aber es ist einfach super ästhetisch und einfach super, super austrainiert. Deswegen glaube ich auch, dass das natural möglich ist. So, mein Platz 5 ist Mischayan jetzt. Ich finde einfach eben bei ihm, da ist Masse drauf. Es ist alles sehr, sehr, sehr symmetrisch, sehr gut austrainiert. Aber trotzdem hat er eben dieses eine schmale Taille, super, der hat so ein breites Schlüsselbein, so breit. Also wie gesagt, das könnt ihr euch nicht antrainieren. Aber er hat einfach super, super breite Schultern im Verhältnis zur Taille. Eine sehr gute Brust, gute Arme. Also alles wirklich super, super symmetrisch. Ich finde, bei ihm ist es auch, er sieht auch gut aus in so einer Off-Season. Vielleicht zum Beispiel bei Benny in der Off-Season sieht das, finde ich, nicht so gut aus, weil es dann sehr, wenn die Körpermitte dann noch ein bisschen breiter ist und so weiter, dann sieht das nicht ganz so gut aus, meiner Meinung nach, wie zum Beispiel bei einem Misha. Und sieht auch in der Off-Season, ich sag mal, in der Off-Season ist immer nicht so hoch mit dem Körperfett, aber sieht sehr, sehr, sehr gut aus. Auch hier das Bild, super ästhetisch, tolle Brust, wie gesagt, die Schulterbreite ist einfach genial, super Mittelpartie, gute Beine, da gibt es auch nicht viel auszusetzen. Und dann suche ich nochmal kurz ein Bild von seiner Wettkampfzeit, weil da sieht man wirklich, warum er bei mir so weit oben ist. Ah, hier ist aber lange her. Hier auch so ein Bild, ich glaube wahrscheinlich irgendwo nah am Wettkampf dran oder so, weil der Körperfettgehalt ist unglaublich niedrig. Und einfach dieses Verhältnis, also ich finde das, deswegen schreibt auch drunter, wenn ihr das anders seht. Ich finde einfach dieses, das, was mir manchmal so ein bisschen vorgeworfen wird, deine Schultern sind so breit. Ich finde es eben super ästhetisch, wenn die Schultern sehr breit sind, die Brust trotzdem voll, bei ihm viel, viel besser als bei mir. Und dann wirklich eine schmale Taille, eine schmale Mitte
und wahnsinnig gut. Und guckt euch hier mal auf dem Bild, und das ist noch nicht mal irgendwie Wettkampf angepinselt und so weiter, aber schaut euch mal diese Muskelqualität an, diese Dichte, wie die Vaskularität, wie insgesamt, wie qualitativ gut diese Muskulatur aussieht. Wahnsinnig gut, wahnsinnig gut. Bei dem Körperfettgehalt, also echt krass. Hier, guckt euch, also das ist das, was ich meine. Wirklich extrem gute V-Form, schöne breite Brust. Richtig, richtig gut. Wahnsinnig gut. Wahnsinnig gut. Die Beine könnten ein bisschen besser sein. Insgesamt natürlich. Ne? Und jetzt so ein bisschen nochmal, vielleicht ganz kurz die Frage, natural ja oder nein? 100% ja. 100%. Warum? Weil einfach, es bleibt einfach nicht so viel Volumen, wenn die auf der Bühne sind. Schaut mal das Kopfverhältnis, also wie viel er da, also im Vergleich zu diesen Off-Season-Bildern, wie viele Kilo darunter sind, wie viel, es ist einfach freigelegt und es ist sehr, sehr gut freigelegt. Und von der Masse, wenn man Körpergröße minus 100 abzieht, dann wird er wahrscheinlich ungefähr, weiß nicht, wenn er 1,90 ist, werden das wahrscheinlich um die 90 Kilo grob sein. Und das ist auch das, was man meiner Meinung nach wirklich erreichen kann, natural. Ich glaube, dass man so einen Körper natural erreichen kann, mit allen Voraussetzungen eben, die man sich nicht antrainieren kann bei ihm, die Schulterbreite und so weiter. Aber das ist noch so ein Muskelmasse, Volumen, dass man sich tatsächlich natural mit dem richtigen Training, mit allem richtigen tatsächlich aufbauen kann. Deswegen natural ja oder nein, dieser Körper ist natural erreichbar. So, auf meinem Platz 4, auch YouTuber, war früher Fitness-YouTuber, jetzt macht er, glaube ich, nicht mehr so viel Fitness. YouTube, aber wahrscheinlich immer noch Fitness. Patrick Reiser, und ich glaube, da muss ich jetzt ein bisschen weit zurückscrollen. Ich wollte ihn extra mit reinnehmen, weil es ist für mich so ein einer der besten Körper immer noch. Als er damals auf der Bühne war, fand ich, das war so einer der besten Körper überhaupt. So, hier vielleicht mal ein kleines Video mit bewegten Bildern. Okay, ich habe ihn auch live gesehen und er ist wirklich mit dem Shirt und so weiter, wenn ein Pulli anhat, er ist kein Riese, ich sag mal, kein massiver Bodybuilder oder ähnliches. Wenn man hier in einem T-Shirt sieht und so weiter, dann klar, man sieht die Arme, man sieht die Schultern und so weiter, aber ich finde, wenn Patrick in Wettkampfform war, einfach die Symmetrie, das Verhältnis, die Muskelbäuche und es war einfach, ich zeige euch mal kurz ein Bild, auf dem Bild sieht man das auch schon sehr, sehr, sehr schön, einfach diese, auch im Vergleich zu Misha. Misha einfach breit, wirklich sehr, sehr breit, auch toll geformt und so weiter. Aber schaut euch mal, wie die Form der Muskulatur vom Arm, wie der Trizeps praktisch hinten verläuft, wie die Schulter verläuft, alles sehr, sehr rund, sehr, es sieht einfach für mich sehr, sehr rund, sehr ästhetisch aus und trotzdem nicht zu wuchtig, zu massig. Hier sieht man das auch sehr, sehr schön. Wahrscheinlich auch im Posing kurz irgendwo, wahrscheinlich vorm Wettkampf oder so. Schaut euch bitte, das meine ich, das unten rechts, das Bild, dieses hier. Schaut euch bitte mal die Schultern, die Muskelqualität, der Bizeps einfach, wie rausgearbeitet der ist, der Lat. Also insgesamt, das ist auch sowas, was man sich nicht antrainieren kann. Aber die Form, die Beine, ich finde diese Form einfach absolut genial. Obwohl es nicht so massig ist, wirkt es extrem schön, rund, voluminös. Jeder Muskel ist perfekt ausgearbeitet. Hier auch so ein Bild, also die Vaskularität, dieses sieht, also ich finde alles. Es stimmt wirklich auf diesem Bild alles. Und jetzt vielleicht nochmal ein Bild wirklich vom Wettkampf. So, hier muss man jetzt ein bisschen lange scrollen, aber hier so Wettkampfform, das ist sehr, sehr, sehr beeindruckend. Das finde ich muskulös, definiert und trotzdem sehr, sehr, sehr ästhetisch. Wahnsinnig gut, wahnsinnig gut. Das Einzige, was mir hier vielleicht, wie gesagt, ein kleines Minus für, in meiner subjektiven Meinung, bisschen mehr Masse, aber sonst. Thema natural, denkst du, es ist vegan und oder natural möglich? Ich glaube, gut, dass du fragst, weil ich glaube, dieses Bild wird dann meistens genommen und damit wurde oft dann gesagt, irgendwie, das ist natural nicht möglich. Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, sehr, sehr schwierig, weil ich finde, besonders bei ihm ist eben das, dieses unglaublich trocken sein, wirklich die Vaskularität rauszuarbeiten und trotzdem sich das Volumen zu erhalten. Ich finde, daran sieht man immer so ein bisschen dann bei der Wettkampfvorbereitung. Das ist schon sehr, sehr schwierig. Boah, also so viel Volumen zu halten, ist sehr, sehr, sehr schwierig. Ich würde trotzdem sagen, weil ich auch gesehen habe, wie es live aussieht und so weiter, ich würde trotzdem sagen, das ist so gerade mit der perfekten Genetik, mit der perfekten Ernährung und mit dem perfekten Training, so gerade eben
gerade eben noch natural möglich. Ich nehme keinen Unterschied zwischen vegan und nicht vegan. Man kann meiner Meinung nach vegan genauso gut, ich finde, es ist viel schwieriger, viel aufwendiger, aber man kann vegan genauso gut Muskeln aufbauen und in Wettkampfform kommen wie mit tierischen Produkten. So, und auf meinem Platz 3, David Hoffmann. Werden jetzt vielleicht einige nicht verstehen, vielleicht werden jetzt einige sagen, hä, wie, du sagst doch, du findest so viel Masse gar nicht so ästhetisch. David Hoffmann, absolut, ich würde sagen, von der Masse, wenn man sich mal hier so ein Bild anschaut, mega, wahnsinnig viel, wahnsinnig massiv, ein riesen, wirklich ein Bodybuilder. Trotzdem ist er bei mir auf Platz 3, weil ich einfach finde, das ist trotzdem, und da seht ihr auch so ein bisschen, ich bin ja schon älter, ich bin mit solchen, das waren so meine Vorbilder, meine Idole, was so, als es anfing mit dem Training. Schaut euch das bitte an, und das versuche ich so ein bisschen auch in diesem Video so ein bisschen zu sagen. Ich finde, obwohl das natürlich super viel ist, und ich möchte zum Beispiel für mich gar nicht so aussehen, weil mir das für mich zu viel wäre. Ich weiß, was dafür zu tun ist. Ich weiß, wie man trainieren müsste, wie man sich ernähren müsste, und ich weiß, was man damit rumschleppen würde, sage ich mal. Ich finde es trotzdem unglaublich ästhetisch. Ich finde, schaut euch bei diesem Bild einfach mal an. Die schmale Taille, der unglaubliche Latt, die Arme, die Beine. Es sieht aus Bodybuilding-Sicht einfach trotzdem, obwohl es so massiv ist, sieht es für mich trotzdem wahnsinnig ästhetisch aus. Schreibt unbedingt drunter, wie ihr das seht, wie ihr das findet. Ich beschreibe das wirklich so ein bisschen aus so einem sportlichen Sicht. Die Muskeln sind so dicht, so austrainiert. Es ist wirklich die Beine, wenn ihr euch die Beine mal anschaut, wenn ihr euch die Waden mal anschaut, hier seht ihr einfach die Muskelqualität. Das ist so dicht und so einfach Wahnsinn, absoluter Wahnsinn. Ich finde, hier gibt es vielleicht, hier auf dem Bild sieht man den einzigen, meiner Meinung nach, Nachteil ist die Brust. Ich finde die Brust hier tatsächlich, aber da kann er auch nichts für, die kann er auch nicht sich anders trainieren von der Form. Ich finde die von der Form nicht passend, nicht perfekt passend, einfach zu den Schultern, besonders zu dem Rücken und zu den Armen, die sind einfach auch gigantisch. Aber das ist auch, glaube ich, so ein älteres Bild von ihm. Ich finde das, wie gesagt, ich bin mit Arnold Schwarzenegger, mit Frank Zane zum Beispiel groß geworden, und das sind so Posen auch, die ich einfach unglaublich ästhetisch finde. Unglaublich ästhetisch, bei vielen anderen Bodybuildern einfach wahnsinnig verloren gehen. Und das ist trotzdem für mich ästhetisch hier auch, obwohl es so viel ist, obwohl es so massig ist, wirkt das unglaublich ästhetisch. Hier, schaut euch das wirklich mal vom Wettkampf an. Das ist trotzdem super ästhetisch, bis auf die Brust. Das ist der kleine Nachteil. Ich finde aber dafür, der Rücken ist einer der besten Bodybuilding-Rücken, Schultern, Rücken, Beine, die ich wirklich so kenne. Ich habe so viel Respekt davor und so viel, ich weiß, kann mir ungefähr vorstellen, wie viel Arbeit das ist, wie viel Leidenschaft das ist, und wie gesagt, wenn man sich da mal, ist auch, wie gesagt, hat auch einen YouTube-Kanal, schaut da wirklich vorbei, erlebt das. Deswegen, YouTuber, ich glaube, man kann ihn nicht schimpfen, er hat einen YouTube-Kanal, aber er lebt diesen Sport und erlebt diese, und das sieht man auch an der Muskulatur, an dem Training, an allem und an der Leidenschaft, und deswegen finde ich es einfach wahnsinnig beeindruckend. Ich glaube wirklich, ich weiß nicht, wie er da, was er dazu sagt, so ein Körper ist natural nicht erreichbar. Auf meinem zweiten Platz Patrick Teutsch, unglaubliche Muskelqualität, unglaublich dichte Muskulatur, alles so krass austrainiert. Ein Volumen da drin, das ist einfach, und aber auch die Symmetrie, also das ist so perfekt austrainiert. Eine perfekte Brust, perfekter Rücken, perfekte Arme, alles. Rücken, Beine, Schultern, also das ist wirklich, also da ist sowohl jeder Muskel ist perfekt austrainiert, als auch die Veranlagung ist perfekt, die Vaskularität ist unglaublich. Der Körper ist wahnsinnig gut. Wahnsinnig, wahnsinnig gut. Ich finde, obwohl deutsch und hat auch einen YouTube-Kanal, absolut international, auch ganz, ganz, ganz weit oben. Und jetzt mal, wie gesagt, nochmal zu dem Thema. Das ist so an der Grenze. Das ist für mich das, was ich noch erstrebenswert fände für mich. So vom Muskelvolumen gleichzeitig, ja, wie viel Fleisch ist drauf, wie definiert ist das Ganze. Ist so ein Körper natural erreichbar, ja oder nein? Wenn man auch sich so ein Bild anschaut. Ich würde, obwohl ich ihm hundertprozentig, was heißt hundertprozentig, ich glaube ihm, dass er natural ist, wenn er das sagt. Wenn er, bei dem Körper muss ich wirklich sagen, es ist wirklich schwer für mich vorstellbar,
dass so ein Körper wirklich natural erreichbar ist. Warum? Weil einfach dieses Muskelvolumen, diese Masse und das trotzdem bei so einem niedrigen Körperfettgehalt auf der Bühne so krass voluminös hinzukriegen, ist Wahnsinn, Wahnsinn. Deswegen, also ich nehme ihm das ab, ich glaube ihm das auch, das ist so an der Grenze, was ich glaube. Ich weiß auch nicht, wie es live aussieht, auf wie viel, deswegen ist es immer schwer zu reden. Ich glaube trotzdem, dass so eine Form wahnsinnig, also wenn dann einer von, ich weiß nicht wie vielen, aber vielleicht ist er es ja genau. Deswegen will ich dazu wirklich, ich würde niemals sagen, das ist nicht natural, wenn er das sagt. Aber ich glaube wirklich, unglaublich, unglaublich, unglaublich guter Körper. So, und auf Platz 1, auch jemand, der Tim Budesheim, der, wo ich auch für mich das zu viel fände, das ist für mich auch zu viel, besonders auch, wir schauen gleich mal ein Bild von ihm in der Offseason, das ist einfach, für mich wäre das viel zu viel. Ich finde trotzdem ist er bei mir auf der 1, warum, das möchte ich euch einfach kurz erklären. Ich finde, dass er aus der Sicht des Bodybuilding-Sports, und wie gesagt, er ist YouTuber, hat auch einen YouTube-Kanal, deswegen bewerte ich ja nur das und oder bewerte ich nur YouTuber, deutsche YouTuber. Ich finde trotzdem, ich glaube, er wird sich nicht YouTuber nennen. Er ist international, weltweit, finde ich, hat er einen der besten Bodybuilding-Körper aus Bodybuilding-Sicht, die ich kenne. Alles. Also jeder Muskel ist perfekt austrainiert, es passt, die Schulter passt zur Brust, die Mittelpartie ist nicht zu breit, die Beine sind unglaublich austrainiert. Einfach. Trotzdem sieht es ästhetisch aus. Trotzdem ist einfach das Verhältnis von Schulter zu Taille gut. Trotzdem ist die Mittelpartie ist nicht zu breit. Die Muskeln sind also es ist Wahnsinn, absoluter Wahnsinn, wie gesagt, aus Bodybuilding-Sicht. Schaut euch mal so ein Bild an. Es ist ein Riese, es ist ein absolut, absolut unglaublich viel Muskulatur. Trotzdem, schaut mal auch, jetzt auch einfach im Vergleich, schaut einfach mal, wie viel ästhetischer so die Linie, der Frame aussieht, im Vergleich zu anderen, die, ich sag mal, in dieser schweren Klasse unterwegs sind. Ich finde absolut, dass auch international ist, diese Form von der, also das ist unglaublich, wie dicht diese Muskeln sind, wie perfekt, das ist absolut Wahnsinn. Und ob man das jetzt schön findet oder nicht, und ich glaube, hier müssen wir auch dieses Natural- oder Nicht-Thema auch gar nicht wirklich groß anschneiden, aber wie gesagt, so sieht, selbst wenn man alles nimmt, was im Schrank ist, und so sieht kaum jemand aus, und das international nicht. Und ich kann mir nur vorstellen, ich habe auch ein paar Trainingsvideos von ihm gesehen, er lebt das, und das ist absolut, ich kann dafür wirklich nur sagen, wow, das sieht einfach trotzdem, ne? Schaut mal, einfach der Vergleich von den beiden. Schaut mal, wie viel ästhetischer, wie viel, also wie gesagt, ob man das schön findet oder nicht, ob man so aussehen will oder nicht. Ich finde, aus Bodybuilding-Sicht, wie ästhetisch kann ein Körper mit Recht oder mit so viel Muskeln aussehen? Absolut bei mir auf Platz 1. Wie gesagt, auch noch YouTuber, deswegen kommt er in die Liste. Hier auf so ein Off-Season-Bild ist einfach, ich weiß auch nicht, wie man so Hosen findet, besonders in der Off-Season. Ich glaube, ich habe ja keine super breiten Beine, aber bei mir wird es manchmal schwierig. Und ich glaube, da kommt man dann an Probleme, die man, ich sag mal, so gar nicht kennt. Aber gut, es scheint auf jeden Fall Jeans zu geben. Aber wie gesagt, aus Bodybuilding-Sicht ist das für mich hier auch nochmal so ein schönes Bild. Einfach auch im Vergleich ist das für mich nicht nur deutschlandweit, sondern wirklich international so einer der bestaustrainierten und symmetrischsten und besten Körper, die es, ich sag mal, im Bodybuilding gibt. Und deswegen bei mir auf der Platz 1. Deswegen würde es mich freuen, wenn wir diskutieren unter dem Video. Wenn ihr es anders seht, schreibt unbedingt runter. Wie ist eure Bewertung? Wie findet ihr die Körper? Wie gesagt, denkt dran, es ist sehr, sehr oberflächlich. Wir bewerten nur Körper. Deswegen unabhängig von Sponsoring, von Sympathie und so weiter, nur Körper. Deswegen gibt es da nur unterschiedliche Meinungen. Deswegen müsst ihr nicht meiner Meinung sein. Deswegen würde ich nie sagen, meine Meinung ist richtig. Deswegen achtet da bitte auch bei den Kommentaren drauf. Und würde mich trotzdem wahnsinnig interessieren, wie ihr das seht. Denkt dran, deutsche
YouTuber, also weil sonst hätte ich noch ein paar andere, die da mit reinkämen. Ja, freut mich auf eure Kommentare, bleibt dabei, schaut bei Facebook, Instagram vorbei, ja, denkt an die kleine Einführungsaktion noch von Perfect Health und ja, wir sehen uns schon im nächsten Video. Bis dahin, euer Simon.